Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prison Architect, dem munteren kleinen Gefängnis-Simulator-Putzelspiel hier bei Garderulls Game Show. Und wir wollen uns ein bisschen angucken, was denn jetzt so mit unserem Gefängnis so eigentlich mal so wieder Sache ist. Und wir sehen hier 3 Mörder, die nicht gefasst wurden, gibt 90.000 Abzüge. Unser Gefängnis sieht mal wieder richtig scheiße aus, weil wir halt, ne... Ja, wir hatten 3 Flüchtversuche. Wir konnten jetzt in der letzten Nacht nicht genau gucken, ob da jemand entfliehen will oder nicht, weil die nicht geschlafen haben. Ansonsten kann man das sehen, wenn die einen Tunnel graben, sind die nämlich die ganze Nacht wach und haben dann Schlafbedürfnis. Und dann kann man die Zelle durch so rausfinden, ob die sich aus dem Tunnel rausgegraben haben. Aber da ich nur laden musste, weil das Spiel sich aufgehangen hat quasi, was ist denn hier los? Ist da gerade einer entflohen? Gerade in dem Moment jetzt, wo ich es gerade erzählt habe, wie toll wir sind. Ja, genau in dem Moment. Super. Ja, das war wieder typisch. Was hat denn der gemacht? Der hat wahrscheinlich für die Küche Sachen geholt, ne? So, das werden wir erstmal unterbinden, indem wir einfach mal in der Küche mal keine Gefangene mehr einstellen. Das soll gefälligst der Staff selber machen. So, das heißt, wir gehen auf Deployment. Küche. Zack. Keine Jobs mehr in der Küche. Die sollen gefälligst hier an die Säge gehen und Nummernschilder pressen. So nicht. So haben wir nicht gewettet. So, hier wird ein bisschen telefoniert. Während der Arbeitszeit, auch nicht schlecht. Na gut, die haben ja jetzt frei, die Jungs. Ah, ja, okay, da wird Sheet Metal gekauft. Dem hier traue ich nicht, weil die ganze Zeit in der Zelle ist. Deswegen werden wir die Zelle mal durchsuchen. Und schauen, ob er sich einen Fluchttunnel gegraben hat. Oh, diese Klos, ne? Die sind alle voll gekackt bis oben hin. Aber nicht so wunderschön wie in Fallout, wo wir das noch gleich grünlich nuklear verseucht waren und dann konnte man raus trinken, wurde ein bisschen verstrahlt. Oh, der hat einen Löffel. Hat jetzt mit dem Löffel rausgebuddelt? Nee. Oh, hat er unter dem Bett noch was versteckt? Nee, auch nicht. Gut. Ja, jedenfalls, es fehlen jetzt noch 6 Zellen und 8 Gefangene kommen morgen. Das können wir so lassen. Das ist in Ordnung. Würde ich sagen. Aber für 50 Gefangene haben wir keine Plätze in der Küche. Also wir haben 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Das heißt, wir haben 20 Plätze zu wenig für Leute, um was zu essen. Ja, das heißt, wir müssen auf jeden Fall den Dining Room hier ausbauen. Und das würde ich gerne machen, indem ich hier das hier an den Raum hier noch so anschließen lasse und dann hier noch ein paar Tische reinstelle. Aber, ihr seht, wir kaufen Sheet Metal ohne Ende. Was natürlich jetzt noch ein bisschen hoffen müssen, ist, dass noch Gefangene entlassen werden. Was haben wir jetzt? Free Time, okay. Dass Gefangene entlassen werden und wir dadurch halt nochmal Kapazität bekommen. Aber 8 werden es nicht werden, glaube ich. Minimal. Einer wird jetzt so entlassen, okay. Ist da wieder einer entkommen? Nein. Ja, auf jeden Fall müssen wir die Kantine ausbauen, ne? Also entweder setzen wir die ganzen Möbel um, da habe ich ja keine Lust zu, weil ihr wisst ja immer, wie lahmarschig das ganze Ding dann ist. Oder wir setzen hier was dran und da würde ich sagen, weil die Jungs eh nichts zu bauen haben im Moment, gucken wir mal, was kostet das, wenn wir dieses Stück hier anbauen. 1000. Ach komm, das machen wir. Das machen wir. Locker flockig bauen wir da mal eben schnell die Kantine aus. Wir haben ja noch 3000, das sollte reichen, um noch Scrap Metal und Co. zu kaufen. Haben wir schon wieder einen Stau hier? Nee. Warum habe ich denn jetzt hier immer diese Meldung mit Assigned Patrols? Möchte das Spiel mir sagen, dass ich das machen soll, muss oder... Was machen die denn hier? Hä? Ach so, die holen die Sachen aus dem Lager raus, um hier reinzubauen, okay. Ja, also ihr seht, im Moment baue ich immer noch so hier und da noch eine Ecke dran. Wir müssen auch hier dann nochmal weiter bauen. Die Duschen, die sind zu klein. Also wenn 50 Gefangene sich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 Duschen teilen, ist auch nicht so gut. Die werden wir also noch erweitern müssen. Da, ja, nach der nächsten Nacht würde ich sagen, gehen wir da mal ran.
Ja, und was wir hier jetzt natürlich für ein Problem haben, ist, dadurch, dass wir jetzt keine Gehilfen mehr haben, müssen wir noch einen neuen Koch einstellen, würde ich sagen. Ein Koch kostet 500. So, dann haben einige von euch gesagt, lieber Garda, du musst dich gar nicht wundern, dass die immer irgendwie durch die Spüle durch auf der anderen Seite da rummachen, weil die Spüle verkehrt rumsteht. Ich glaube nicht. Also der Kran ist auf dieser Seite. Ich würde mich, wenn der Kran hier ist, würde ich mich doch hier hinstellen, um zu spülen, oder? Würdet ihr das anders machen? Also ich würde sagen, das ist richtig. So, hier steht natürlich Requires Entrance, klar. Werden wir machen, indem wir einfach diese Mauer einreißen. Sollten wir natürlich erst machen, wenn die Gefangenen hier raus sind, also wenn die fertig sind mit Essen. Es ist zwar eine Wache hier, aber ich will jetzt nicht riskieren, dass die hier entfleuchen können. Die sind ja auch gleich schon fertig hier, wenn wir bauen. Ja, aber einen dritten Koch. Ich kann auch irgendwie diese Statistik hier gar nicht lesen. Aber wir sehen jetzt hier, die ganzen Essenständer sind leer. Also, nicht, dass die Gefangenen uns verhungern. Gucken wir mal auf die Needs. So, und da sehen wir. Nee, das sieht ganz gut noch aus. Einige sind aber auch sehr hungrig. Also, aufpassen. Okay, und hier dann, jetzt machen wir hier die Mauer raus. Und wenn wir die Mauer rausmachen, dann entsteht, wenn ich das richtig vermute, der Raum. Gucken wir mal, sobald das erste Stück Mauer weg ist, sollte sich der Raum komplettieren lassen. So. Und. Jawohl. Okay, dann sagen wir jetzt, das ist hier alles noch. Wo ist er denn? Da. Nee, nicht Kitchen. Kantin. Genau. So. Jawohl. Das ist noch Kantine. Und dann. Genau. Und dann wollen wir hier das ein bisschen hübsch machen. Nochmal mit Objekten. Aber hier, ne? Geld aufpassen. Wir sind jetzt 3 Uhr. Wir haben den Tag noch nicht ganz rum. Was mir übrigens aufgefallen ist, wir können hier diese Bänke, und ich hatte ja irgendwie in einem der ersten Videos hier Stühle reingestellt. Die zählen gar nicht dazu, ne? So. Und wir wollen natürlich auch irgendwann mal hier bei der Küche einen Contraband-Detektor reinbauen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal hier diese große Tür entfernen und eine kleine reinsetzen. Oder können wir dann Utilities, sagen wir mal gucken. Objekte. Und dann da Metal Detector. Find contraband on your prisoners that pass through these. Will require a guard to be nearby to take the contraband. Genau, also die Tür entfernen. Ein Stück Mauer einfügen. Tja, und hier wird fleißig gearbeitet. Das ist sehr gut. Aber irgendwie, Na doch, okay. Ja, ich hatte gerade so das Gefühl, das ist alles irgendwie nicht so ganz richtig. Aber ist es. Ja. Dann kann er hier ein Stück Mauer reinsetzen. Und dann war immer wieder die Frage, ja, wie macht man das denn richtig? Also ich glaube, man muss als erstes, also man muss generell erstmal hier so Mülleimer und so. Die können auch mal ruhig hier. Stellen wir den hin, draußen oder drin? Wenn wir den draußen hinstellen, dann. Bei der Küche kann man den benutzen. So. Und jetzt testen wir mal so eine Contraband-Schleuse. Metal Detector. Dann natürlich nur noch 1500 nur noch Geldeinheiten für Metall zu kaufen. Aber ich denke mal, das sollte locker reichen.
Da sehe ich jetzt nicht so das große Problem drin. War der wirklich zwei breit? Nee, ne? Naja, das sehen wir dann. Ich meine, der wäre nur eins breit gewesen. So, hier wird fleißig gewerkelt und gemacht und getan. Sodass wir dann, wenn wir jetzt irgendwann Nacht haben, da wurde nochmal Spreadsheet gekauft, dass wir dann ordentlich einkaufen können. Und jetzt ist Yard-Time. Ich hoffe, da ist keiner mehr entkommen jetzt. Sonst müssen wir wirklich mal unser Konzept nochmal überdenken, wie wir den Eingang machen. Wo war ich denn jetzt? Ne, hier, da, Validation. Nö, ist keiner entkommen. Aber wir hatten drei Morde im Gefängnis. Das ist jetzt nicht so Spitzen-Hyper-Mega-Klasse. Na, und die Yard-Time ist auch nicht so beliebt, würde ich sagen. Also die tummeln sich da alle am Eingang rum, aber irgendwie scheinen sie nicht zu wissen, was sie tun wollen. Keine Ahnung. Merkwürdig. So. Aber den Metalldetektor haben wir. Da war ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, muss dann direkt immer einer dran stehen oder irgendwas? Oder reicht es, wenn ein Guard in der Nähe ist? Na, werden wir rausfinden. Hier haben wir ja, in der Küche haben wir ja zwei deployed. Da könnten wir eigentlich dann mal hoch. Was? Ah ja, da könnten wir eigentlich. Was ist denn das hier? Warum ist denn das jetzt hier ein Teil? Also scheint so zu sein, als wenn da wirklich nur einer dann in dem Raum sein muss. Warum jetzt der. Natürlich brauchen wir auch hier draußen eine Wache. Also irgendwie ist das. Was ist denn da wieder passiert? Hat sich alles irgendwie resettet. Jedenfalls hier ist jetzt einer Metalldetektor. Sollte eigentlich funktionieren. Stationed, genau. Der kann jetzt hier mal aufpassen. Da bin ich echt mal gespannt, ob das was bringt. Vielleicht sollten wir auch so einen Metalldetektor einfach mal hier so in den Gang bauen, wo die Gefangenen immer durch müssen. Also wenn sie zum Arbeiten müssen, wenn sie jetzt in die Zellen laufen, wenn sie, ja, all sowas. Geld reicht noch, sehr gut. Ja, das werden wir auf jeden Fall jetzt uns angucken. Wie das weitergeht. Jetzt jedenfalls Free Time. Da gehen sie alle mal wieder in ihre Zellen zum Kaka-Pipi machen. Und dann haben wir dann in der nächsten Folge die erste Nacht quasi, wo wir dann auch mal die Gefangenen durchsuchen können. Also die Zellen. Weil ich habe so das ungute Gefühl, dass die schon fleißigst am Fluchttunnelgraben sind. Aussehen wie ein Kackhaufen, wie ein Maulwurfsloch. Boah, hier wird jetzt auch mal telefoniert. Da wird auch mal ein bisschen Fernsehen gesehen. In der Küche haben wir jetzt drei Köche, wobei jeder Koch eigentlich einen Herd hat. Also wir könnten noch mehr Köche einstellen. Wann gibt es denn das nächste Essen? Ich habe irgendwie Hunger. Also ich habe auch Hunger. Ja, also da wär auf jeden Fall noch Platz für einen Koch. Weil ich mir nicht sicher bin, ob die Gefangenen alle satt werden. Oh mein, Needs, warum war es denn da? Ich bin übrigens heute, das ist zum Ende der Folge quasi. Also die ganze Staffel entsteht am Tag der Bundestagswahl. Und ich bin, wie ihr euch denken könnt, natürlich aufgeregt, wie denn wohl das Ergebnis so ausgehen wird. Das Ergebnis ausgehen wird. Ja. Ne? Deutsche Sprache. Gardehol trifft deutsche Sprache kritisch. So. Ja, jedenfalls, wann die nächste Folge kommt, das seht ihr selbstverständlich wie immer im Sendeplan. Ich werde jetzt noch ein oder zwei Folgen machen und dann werde ich endlich was zum Mittag essen. Weil, Riesenhunger. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder ein paar Daumen da lasst, ein paar Kommentare und so weiter. Und sendeplan.tv.gardehol.de. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen und tschüss.